The Saboteur. Gamma-Korrektur, ja, ist ja nett. Ach, egal, passt schon so. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und vor allem zu meinem allerersten Blind Let's Play. Wir spielen Saboteur oder The Saboteur, je nachdem. Im Deutschen wird es nur Saboteur genannt. Ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht. Ich bin nur zufällig darauf aufmerksam geworden. Und ich würde sagen, dann können wir eigentlich auch gleich loslegen. Ich weiß nichts über das Spiel. Ich weiß nur, dass wir dann einen Widerstandskämpfer spielen. Und wir spielen in Frankreich, im nationalsozialistisch besetzten 1900, was weiß ich was. Aber egal, sehen wir erstmal selbst. So, wir können uns unseren Schwierigkeitsgrad auswählen. Ich habe das Spiel bisher nur zu Einstellungs- und Testzwecken geöffnet und so weiter. Das Spiel ist mit 2009 schon etwas älter, aber ich glaube, das ist ganz gut. Da dürfte die Performance nicht leiden. So, leicht, normal, schwer, Wahnsinn. Schwer würde ich gerne nehmen, aber da ich überhaupt nicht weiß, worum es geht, würde ich das normal bevorzugen. So. Suche an beliebten Touristenzielen in Paris nach Postkarten. Okay, scheint so, als gibt es auch Collectibles in dem Spiel, aber ich muss jetzt erstmal gucken. Electronic Arts präsentiert. Eine Pandemic Studios Production oder Produktion, ja. The Saboteur. Ui, der Anfang, der geht ja schon mal richtig ab, ne? Ei. Geil, Mann. Eine Frau mit wenig oben an, aber naja, das wollt ihr doch alle sehen, Leute. Na, hoffentlich kriege ich damit keinen Ärger mit YouTube wegen Nacktheit und sowas. Und das unterhält natürlich die Deutschen, ganz klar. Alle mit Hakenkreuzbinde. Ich habe nämlich für euch extra die Uncut-Version besorgt. Zensierte Scheiße landet bei mir nicht auf dem PC. Das Spiel läuft in 60 Frames sehr gut, wie ich sehe. Prima. Im Gegensatz zu GTA dürften wir hier also keine Probleme haben. Ey, behandelt mal die Leute ein bisschen besser, ja? Nur weil ihr hier das Land besetzt haltet, heißt es nicht, dass ihr euch wie die Axt im Walde benehmen dürft. Hallo, Ire. Zumindest siehst du aus wie Ire. Nö. Ich hätte gern meine Ruhe. Sie sind in Paris, mein Freund. In dieser Stadt trinkt niemand allein. Doch, also, ich. Was feiern wir? Gar nichts. Aber wenn Sie ein paar aufs Maul wollen, helfe ich Ihnen gern weiter. Ich hätte mir auch denken können, dass Sie in Selbstmitleid zerfließen. Aus gutem Grund, nehme ich an. Was geht Sie das an? Denken Sie, Sie sind der einzige Mann hier, der sein schlechtes Gewissen ertränken will? In dieser Stadt wimmelt es von Leuten wie uns. Und wir haben alle gute Gründe. Ich habe Sie in den letzten Wochen beobachtet. Es ist offensichtlich, dass Sie die Deutschen hassen. Die Frage ist, wie viele Menschen diesen Bestien in Kampfstiefeln noch zum Opfer fallen, während Sie hier herumjammern? Verschwindet deinem scheiß Motorrad woanders raus, du Poser. Aber wenn es darum geht, diesen Leuten zu helfen, Mann, ey, ich hasse das, wenn Leute einfach so viel Krach auf der Straße machen. Haben Sie Ihr Gewissen an der Grenze abgegeben? Endet die Gerechtigkeit an einer Linie auf einer Karte? Ja, wenn es eine Karte von Irland ist. Ihr Franzosen habt völlig falsche Vorstellungen. Öffnen Sie die Augen! Der Krieg ist überall! Es gibt kein Entkommen! Sie können sich hier verkriechen und den Krieg mutigeren Männern überlassen. Oder Sie gehen jetzt durch diese Tür und tun, was zu tun ist. Sie haben die Wahl. Nicht so laut. Was Sie da reden, könnte uns beiden eine Kugel im Kopf einbringen. Ich trinke auch was. Ich habe nicht vor, nur zu reden. Gleich um die Ecke ist ein Innenhof. Dort finden Sie mich, wenn Sie nicht mehr davonlaufen wollen. Okay. Ein sehr interessantes Gespräch. Also wir spielen anscheinend diesen Typen, der wohl Jean heißt. Und ihre ist. Ja, hat man auch schon am Aussehen erkannt. Im Pausemenü kannst du jetzt halt speichern. Okay. Prolog. Zünd dir eine an. Zielmarker. Rücke zur gelben Nadel auf der Übersichtskarte vor, um Jeans nächstes Einsatzziel zu finden. Ich nehme an, dass es Jean ausgesprochen wird.
Hey, 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 ihr Drecksnazis. Hey, ich hasse euch. Hey, ich hasse euch, ihr scheiß Nazis. Ich pisse auf euch, ich kacke auf euch. Drecksfaschisten hier. Gut, verlasse das Bell. Und dieser Typ heißt Luc oder was weiß ich? Keine Ahnung. Okay, eine Tür mit E öffnen, ist ja ganz neu. Okay, wir können auf den Dächern rumtouren. Oh, schwarz-weiß, ey. Das ist ja wie Sin City. Alles schwarz-weiß, nur die Dingens dann nicht. Klicke und halte Zirkumflex fest, um einen Blick auf Jeans aktuelles Einsatzziel zu werfen. Was zur Hölle ist Zirkumflex? Hä? Mittlere Maustaste nicht? Nee, die auch nicht. Oh. Ja, lass mal eine rauchen. Ach, das dient zur Ablenkung vielleicht. Ne, muss ich mal gucken. Schleichen. Okay, Kippe rausholen. Egal, gehen wir einfach mal zu dem Typen und reden mit ihm. Sie scheinen ein Mann zu sein, der lieber aufrecht sterben würde, als sich knechten zu lassen, hä? Mir wär's lieber, die Crowds würden krepieren. Ausgezeichnet. Am Ende der Straße ist ein deutsches Treibstofflager. 5000 Fässer Diesel, bewacht von einer Handvoll betrunkener Schwachköpfe. Klingt nach einer brandgefährlichen Sache. Sie sprechen mir aus der Seele. Wir brauchen etwas, um das Feuerwerk zu zünden. Ich weiß, wo wir alles bekommen, was wir brauchen. Aber zuerst, sind Sie bereit, wenn nötig, jemanden zu töten? Wenn Sie mich fragen, stehen diese Bastarde schon mit einem Bein in der Hölle. Ich roll nur den roten Teppich aus. Okay. Das da ist mein Auto. Ich fahre. Okay. Ah, mit F kann man schlagen. Ich habe jetzt gedacht, F ist einsteigen. Oh, was ist das für eine Kackmucke? Ups. Was ist das für eine scheiß Musik? Wir müssen uns beeilen. Wo müssen wir hin? Ich habe in der Nähe ein deutsches Nachschublager entdeckt. Moment, kann man die Musik abstellen? Ich weiß nicht, ob die vielleicht geschützt ist. Ja, okay. Zur Sicherheit stelle ich mal die Musik auf sehr niedrig. So, der Rest passt. Hoffe ich. Wir haben sicher nichts dagegen, wenn wir uns ein paar Dinge borgen. Hatten Sie schon mal mit Sprengstoff zu tun? Ich hatte mal mit einer Bombenfrau zu tun, aber die war leider verheiratet. Das hier ist kein Spiel. Okay, regen Sie sich ab. Ich weiß, was ich tue. Dachte ich mir fast. Mann, das sind schöne alte Autos, aber die Fahrphysik finde ich grauenvoll. Überall Deutsche. Diese Bastarde befallen diese wunderbare Stadt wie Kakerlaken. Denen scheint es hier zu gefallen. Es wird Zeit, dass wir ihnen zeigen, was Gastfreundschaft ist. Okay. Ich nehme mal an, also es ist echt wie Sin City. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich kenne diesen Effekt. Alles ist schwarz-weiß, aber die Hakenkreuzbinden, das Licht und so weiter nicht. Aber das gefällt mir auf jeden Fall. Dieser Stil gefällt mir. Die Autophysik ist leider sehr schwergängig. Ich hoffe, dass wir keine Rennen fahren müssen oder sowas. Das ist ja schrecklich. Aber erstmal zum Versorgungslager. Wahrscheinlich müssen wir es hochjagen. Das Lager ist am Ende dieser Gasse. Gehen wir. Sehen Sie sich diese rückgratlosen Hunde an. Ich ertrage das nicht mehr. Wow, langsam, Mann. Holen wir uns einfach, weshalb wir hier sind. Es beste Vorrede, Merd! Scheiße, und los. Ja, und jetzt? Was sollen wir machen? Drücke F für einen starken Schlag. Okay, aussteigen. Uiuiui. Yeah. Stirb, Nazi. Nicht jetzt. Gehen wir. Okay. Was haben wir für eine Vergünstigung? Schlage zwei deutsche K.O. Belohnung, Highmaker, Angriff freischalten. Ja, okay. Was soll man das sein, Marc? Aber ich sehe schon, wir müssen uns ein bisschen eingewöhnen. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Die Kisten Sperrgebiete. Sind da oben, aber wir müssen vorsichtig sein. Das Lager ist Sperrgebiet. Oh ja, etwa so vorsichtig wie vorhin in der Gasse? Ich hab die Beherrschung verloren. Passiert nicht nochmal. Das will ich hoffen. Ich hab meine warme Bar nicht verlassen, um mir den Kopf wegschießen zu lassen. Wenn Sie uns in der Nähe der Kisten sehen, schlagen die Deutschen sofort Alarm. Dann müssen wir eben erst den Wachposten erledigen. Ja, ich denke, Sie können an dem Gebäude problemlos nach oben klettern. Werfen Sie diesen deutschen Uhrensohn einfach vom Dach. Ich rücke einstweilen am Boden vor. Kriegen Sie das hin? Können Hunde bellen? Ich fürchte, ich verstehe nicht. Das heißt ja. Okay, scheint so. Klettere auf das Gebäude. Ja, und wie bitte? Ja, wie klettert man? Drücke leer, um zu springen. Ey, das ist ja wie Assassin's Creed hier. Geil. Assassin's Creed, Sin City. GTA wahrscheinlich auch noch. Wie viel gibt's denn noch? So.
Ja, ich sehe schon, das muss ich alles noch ein bisschen üben, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Packen, ja, Maustaste 2, ist das die rechte Maustaste? Ihr wollt kämpfen, was? So, runter mit dir. Helfen Sie mir, Aua. Ihre. Wir dürfen nicht zulassen, dass Sie Alarm schlagen. Ja, und wie komme ich schnell runter? C. Eieieiei. Alter, geh doch mal schneller runter, wenn ich es dir sage. Ach, da ist ja auch eine Leiter. Stirb, stirb. Aua. Hier, macht einen Schwimmandisch. Danach, welche Gastgeschenke die Deutschen mitgebracht haben. Brechen wir die Kisten auf. Okay. Zack. Dynamit. Okay. Steig wieder in das Fahrzeug. Perfekt, aber erhalten Sie mindestens eine Ladung für das Benzinlager zurück. Zurück zum Auto. Steht denn das Auto? Ach, da drüben. Na, ihr seht, ne, dass ich das zum ersten Mal spiele. Ich bin noch bei weitem nicht so routiniert. So, dann müssen wir auch diesen merkwürdigen Glück mitnehmen, oder wie auch immer ausgesprochen wird. Begib dich zum Treibstofflager, ne? Das ist höchstwahrscheinlich auch Sperrgebiet, aber diese schönen alten Autos. Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht. Die meisten Männer wären jetzt ziemlich nervös. Sagen Sie, mein Freund, was haben Sie in Irland gemacht, bevor Sie in mein Land kamen? Sorry, wollte ich nicht. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Mechaniker, hä? Der Widerstand könnte einen guten Mechaniker brauchen. Ich wusste gar nicht, dass es in Paris einen Widerstand gibt. Das ändert sich gerade. Ich habe gerade einen Arzt überfahren. Fuck. Die Deutschen einen neuen Feind. Jetzt muss ich denen wahrscheinlich irgendwie entkommen. Ich werde gesucht. Ah, okay. Das ging schnell, dass die mich so schnell vom Haken lassen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aus dem Weg. Ui, das ist aber ein großes Lager. Und überall Nazi-Symbole. Heftig. Ja, und jetzt? Müssen uns da reinschleichen, das hochjagen, oder was? Wir müssen sie ablenken, um durch das Tor zu kommen. Die Deutschen haben Befehl, Schüssen oder Explosionen sofort nachzugehen. Nutzen Sie das zu Ihrem Vorteil. Wer würde das nicht tun? Sprengstoff in diesem Laster müsste eigentlich reichen. Ja, klingt gut. Klettern Sie zuerst auf das Gebäude dort. Wenn Sie auf dem Dach sind, ziehen Sie den Kopf ein und warten Sie, bis der Laster explodiert. Danach überqueren Sie an dieser Telefonleitung die Straße und dringen in das Depot ein. Solange die Soldaten abgelenkt sind, haben sie Zeit, am Primärtank einen Sprengsatz anzubringen. Wir treffen uns am Tor, wenn es erledigt ist. Passen Sie auf sich auf, Ihre. Okay. Aufs Dach. Okay. Leertaste. Okay, dass der gut klettern kann, das finde ich echt sehr erstaunlich. Also ich glaube, das hat man wirklich schon Assassin's Creed geklaut. Das kann man mir nicht anders vorstellen. Da hat EA sich bei Ubisoft bedient, eindeutig. So, geh in Position. Der Typ lenkt hier die Wachen ab, indem sie das Ding hochjagen. Zu Ehren des Geburtstages unseres Kanzlers wird die Ausgangssperre heute 15 Minuten später in Kraft. Uiuiui. Ui, ui. Das ist mein Stichwort. Nicht sie weg. Yay! Au. Geht das nicht auch sanfter? So, da müssen wir das jetzt irgendwie da anbringen. 3 um das Dynamit. Eieiei, ich werde sehen. So, ran damit. Ja, und jetzt? Weg. Schön verstecken. Das geht gleich ab. Das geht gleich ab. Uiuiui. Ui, ui. Der schöne Kraftstoff. Ja, das ist aber nicht schön animiert, finde ich. Oh, alles ist wieder in Farbe. Was ist denn das? Ich würde sagen, wir verpissen uns mal am besten von hier. Eieiei. Ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht. Lass mich in Ruhe. Ich war's nicht. Ach, Waffen aufheben kann man. Der Ire, ihr könnt mich doch unmöglich kennen. Was stehst du hier so rum, während die mich attackieren hier? So, zack. Kriege ich jetzt irgendwie mal eine Waffe oder so? Alter, ich sterbe hier. Erklärt das doch mal besser. Ah, jetzt habe ich endlich eine Knarre. Hier geht sterben. Eieiei, hier, weg mit dir. Lass meinen Kumpel in Ruhe.
Wer macht Schwein? So, weg mit dir. Ich habe nur noch 2 Schüsse, ich muss vorsichtig sein. Alarmstufe 2 ist natürlich auch nicht gut. So, stirb. Revolver-Vergünstigung. Ja, was ist das jetzt schon wieder? Schalte 5 Deutsche mit Kugeln aus. Geringerer Rückschlag für automatische Waffen. Ja, okay, das ist ganz nett, aber noch haben wir keine automatischen. So, steig ein. Ah, E ist einsteigen, da muss ich mich so dran gewöhnen. Lüg, steig ein. Steig ein. Komm. Steig ein, komm. Verpissen wir uns von hier. Entkomme den Deutschen. Nein, nicht ganz. Wir haben gerade mal eine Tankstelle gesprengt. Aber ich muss zugeben, der Feuerball sah ziemlich gut aus. Sie irren sich, Ihre. Es hat sich etwas geändert. Es liegt in der Luft. Spüren Sie es nicht? Jetzt, wo Sie es sagen. Das war erst der Anfang. Wir werden die Dunkelheit lichten. Der Stadt die Furcht nehmen. Aus für aus. Straße um Straße. Ja, das hört sich ziemlich gut an. Ich bin zwar Deutscher, aber ich werde jetzt im Widerstand gegen die nationalsozialistische Herrschaft meiner Vorfahren. Obwohl meine Vorfahren waren keine Nazis, das habe ich ganz sicher gesichert. Ich habe die Stammbücher und sowas durchgelesen, alles gar kein Thema. Keine SS-Mitglieder, keine Gestapo-Arbeiter, nix. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Gardele. Ja, Montmartre. Ja, okay. Ja, dann bringen wir diesen Sack mal zu diesem, dicke Titten-Lokal zurück, ne? Können wir noch einen saufen gehen. Da ich Ihre bin, hätte ich gern einen Whisky. Wir haben in den nächsten Tagen viel zu tun. Oh, alles klar. Wenn Sie damit eine süße Brunette und ein Glas Whisky meinen. Genießen Sie Ihre Belohnung, Ihre. Sie haben sie verdient. Ich schulde Ihnen einen Drink. Ja, danke. Gehen das Bell. Okay. Steigen wir mal aus. Lassen die Karre hier direkt stehen. Und rein. Okay. Keine Waffen, Schätzchen. Kannst sie hier bei mir lassen? Nichts lieber als das, schöne Frau. Merci. Du kriegst sie zurück, wenn du gehst. Oh, das ist ja so nett von dir. Oh, liebreizend, wirklich. Und überall diese hübschen Mädchen. Komm, es sind doch so viele. Will eine vielleicht mit mir aufs Zimmer kommen? Na, ja, kommt schon. Kann man doch mal machen. Ruh dich ein bisschen aus, ist ja okay. Ja, okay, dass er nicht auf seine Gesundheit achtet, ist mir klar. Wenn man sich auch mit den Deutschen anlegt. Aber erstaunlich, wie scheiße die ausgebildet sind. Ich dachte immer, die Wehrmacht wäre stärker. Naja. Okay, der Typ ist ja anscheinend Mechaniker, wie wir rausgehört haben. Jetzt haben wir... ja, quasi... Vielleicht eine Erzählung. Mist! Was ist denn los, Mann? Was zum Enker machst du da? Wonach sieht's denn aus? Der Aurora ist jetzt mein Baby schon. Und kein anderer darf es begraben. Oh, verdammte Scheiße, Jules. Du bist jetzt ein Fahrer. Willst du auf der Strecke respektiert werden? Dann hör auf, wie ein Mechaniker zu denken. Soll ich etwa auch rumstolzieren wie diese reichen Schnösel? Nein, danke, Bruder. Veronique! Morgen, Schatz. Ich bin wegen des Rennens hier. Vittore hat mich gebeten, Fotos zu machen. Konnte das nicht warten, bis ich mich ein bisschen zurechtgemacht habe? So viel Zeit hat niemand. Meine Schwester hat den ganzen Charme abgekriegt. Und das Hirn. Das reicht jetzt. Wir müssen ein Rennen gewinnen. Ihr habt zu arbeiten, Jungs. Beide. Alles klar, Boss. Fahrt den Aurora auf den Hänger. Ich will bei Sonnenuntergang an der Grenze sein. Bau doch selber, Digga. Das mit diesem losgehen? Der Laster ist beladen und abfahrbereit. Und der Aurora? Das mit diesem Zirkumflex oder so habe ich noch nicht verstanden, welche Taste das sein soll. Ihr nehmt den Laster und fahrt nach Osten zur deutschen Grenze. Von dort geht's geradewegs nach Saarbrücken. Ich habe die Stelle auf der Karte markiert. Okay, Prolog. Bessere Zeiten. Steig in den LKW. Stärk ein, Sean. Wir kommen sonst zu spät zum Rennen. Jo. Yeah, yeah. Mache ich, aber erst im nächsten Part. Bis dahin, ciao!